Es wird niemand als ein Gelehrter geboren. Besonders die Menschen hier in Deutschland, bis sie mal was vom Islam erfahren, zwischen ihrer Geburt und diesem Moment sind meistens viele Jahre. Ja? Bis er irgendwann mal begreift, dass er was machen muss. Und dann fängt er an zu lernen. Das heißt, da ist eine Riesenlücke. Ist es nicht ganz normal, dass er, wenn er ernst ist, wenn er emsig an die Sache rangeht, studiert, lernt, tagtäglich studierend eine Ausbildung in irgendeiner islamischen Wissenschaft durchnimmt, ist es nicht ganz normal, dass er durch den Zuwachs dieses Wissens, durch das langsam und stetige Vervollständigen des Puzzles immer mal wieder diverse Aussagen, Ansichten, die er hatte, hier und da mal korrigiert und retuschiert? Ganz normal, oder? Das ist ein Zeichen für Gesundheit. Wer aber hier heute hat er angefangen zu praktizieren und in diesem Moment, in diesem Jahr hat er ganz viele, er ist wie ein Schwamm, er ist in diesem Moment wie ein Schwamm. Ein Schwamm, du kannst in irgendeine Flüssigkeit eintauchen und er wird sie aufnehmen. Ob es ein Gift ist oder ob es Wasser ist, ob es etwas Gutes, er wird alles aufnehmen und aufsaugen in sich. Wenn er in diesen ein, zwei Jahren, die er begonnen hat, diverse Aussagen angenommen hat, und es ist ganz normal, dass nicht alles richtig sein wird. Das ist ganz normal. Weil er wird manches von hier nehmen, manches vom Hören sagen, manches wird er aus einer Übersetzung aufschnappen, die vielleicht nicht ganz richtig war. Und wenn er dann nach 10, 15 Jahren immer noch überall die gleichen Standpunkte vertritt, dann ist das kein Zeichen von Gesundheit. Das ist kein Zeichen von Gesundheit. Weil die wurde das Wissen nicht in die Wiege gelegt. Du musst es aktiv lernen und mit jedem weiteren Zuwachs an Wissen wirst du deine Fehler erkennen. Du wirst sehen, hier und da habe ich was falsch gemacht, hier und da lag ich nicht richtig. Das ist ganz normal, das ist ein ganz normaler Prozess. Und deswegen, wer jemanden für so etwas kritisiert und klagt, der hat das nicht verstanden. Diesen natürlichen Prozess hat er nicht verstanden.